Also, ey, ganz schön hier, oder nicht? Sieht gut aus. Hallo, Mensch. Was machst du denn hier? Sag mal, was machst du denn hier? Du siehst ja elegant aus, aber bist du zu Ehe gekommen, oder was? Ja, natürlich. Du, ich dachte, die haben mich in der Zunft aufgenommen. Nee, in der Zunft, dich auch. Aber du auch? Ja, natürlich. Deshalb siehst du so jod hast aus, du mal gesehen hier, schön mit schönen Stoffen und so. Ich weiß nicht, welche Zunft das ist, aber irgendwann war mir recht einfach hinter. Das ist ja, ja? Wurde auch mal langsam Zeit. Wir sind ja mal in den Lumpen rumgelaufen die letzten Jahre. Aufgestiegen jetzt, ich bin gerade aufgestiegen. Aufsteigen, sag mal. Was machst du hier, sag mal? Was machst du denn hier? Na, ich suche ein Örtchen, wo ich mich niederlassen kann. Was, du auch? Ja, natürlich. Ja, ey, oh, ich bin extra über die Spree gebaddelt hier, damit ich hier mal ein neues Ländchen suchen kann. Ja, ja, und ich bin ja schon am gucken, aber ich weiß nicht, ob das hier die richtige geeignete Stelle ist, doch. Findest du nicht? Aber ist doch schön hier. Guck dir mal an hier. Ja, aber guck doch mal, da ist ja überall nur Sumpf um uns herum. Ja, nee, mach doch nicht. Da kannst du, fällst du wenigstens weich, wenn du irgendwie da aus dem mäßig fünften Stock dübelst. Wann aus dem fünften Stock? Sag mal, Junge, was willst du denn hier für riesige Häuser hinbauen? Naja, ich denk doch nur an die Zukunft. Ah, natürlich, der Herr denkt schon wieder in die Zukunft. Ja, hätte ich nur denken können, wahrscheinlich wird so in ferner Zukunft da irgendwo da hinten, ja, so ein großes Türmchen stehen mit so einer großen silbernen Kugel oben drauf, welche sich auf magische Weise um sich selber dreht. Du musst natürlich wieder immer übertreiben, weißt du? Aber vielleicht kann man ja wirklich mal so hohe Häuser bauen. Also, weißt du was? Will auch immer, ich würde sagen, hier stellen wir jetzt erstmal das Wirtshaus hin. Wirtshaus? Na, natürlich. Ey, du meinst aber eher, da kommt eine Kirche hin, oder nicht? Was denn eine Kirche? Also, sag mal, Junge, was glaubst du wohl, was die Leute, wenn sie abends von einem Loch kommen, wohl als Erste brauchen? Ein Gebet oder ein Kirsch? Ein Kölsch? Ein Kölsch! Na, Junge! Aber was ist denn ein Kölsch? Ein Bierchen, Junge! Ach, ne Molle! Sag dir doch gleich! Junge! Ja, sag mal, aber wenn wir uns hier niederlassen wollen, ja? Ja? Wie wollen wir das Fleckchen Erde hier nennen, wenn das mal eine Stadt geworden ist? Na, wie wo? Köln natürlich! Köln? Natürlich! Ja, aber Köln gibt's doch schon da hinten irgendwo! Ja, das macht er nicht, dann können wir doch trotzdem Köln nennen. Das ist so schön, aber übrigens dann Köln mit C und Doppel-R geschrieben, ne? Nee, Karl, lass uns mal was Neues ausdenken. Irgendwas bisschen Thematisches, ja? Dann mach doch mal einen Vorschlag. Ja, pass auf, das ist hier alles Sumpf, dann nennen wir das doch Sumpfanien. Sumpfanien? Ja, Sumpfanien! Sag mal, Junge, das klingt ja wie im Märchenwald. Du kannst es doch nicht Sumpfanien nennen. Nennen wir das Sumpfhausen. Sumpfhausen? Oh, Junge, das ist doch kein Name, Sumpfhausen. Wisst ihr, vielleicht dann müssen wir mal thematisch, pass mal auf, ja, hier ist ja überall Sumpf, ja, und Feuchtgebiet, dann nennen wir das Ganze doch zum Beispiel, Berlin. Berlin, ja. Das heißt im Slawischen so viel wie Sumpf. Berlin? Also ja, ist schlecht, mein Freund. Ja? Ja, dann nehmen wir das doch Berlin hier. Ach, aber weißt du, wenn ich mir das so richtig überlege, ich würde das lieber Köln nennen. Das erinnert mich mehr an meine Heimat, weißt du? Also, nee, Kalle, komm, Berlin. Ne, Köln. Berlin. Köln. Berlin. Köln. Berlin. Junge, pass auf, ich mach dir einen Vorschlag zur Jüte. Du bleibst hier, gründest dein Sumpfhausen, ja, und ich gönn rüber auf der andere Sieg von den Flüsschen und gründe meinen Körn. Und wie gesagt, mit C und Doppel-L geschrieben.